So, mit einer kleinen Verzögerung sind wir jetzt auch da und ich hoffe, es geht alles gut und es hält. Ich hoffe, man kann mich hören und sehen. Guten Tag, herzlich willkommen. Marki Witz, mein Name. WH Self Invest hier mit dem Webinar zum Thema: Diese drei Trading-Fehler müssen Sie vermeiden. Wir hatten gerade 5 Minuten vor fünf hier irgendwas kleines Problem am Server oder irgendein Ausfall scheint wieder da zu sein. Ich hoffe, wie gesagt, es hält und es tangiert uns nicht weiter, dieses Problem. Also gehen wir mal davon aus, denken wir positiv, dass wir hier durch die nächsten 45 bis 60 Minuten jetzt gemeinsam durchkommen. So, kurze Frage. Alles in Ordnung? Sehen Sie mich? Also mein Bildschirm, mein Startbildschirm mit dem Titel und den drei Bullet Points und hören Sie mich gut? Vielleicht kann der ein oder andere mir ein Feedback geben, ganz kurz, damit ich weiß, dass ich wirklich gut auf Sendung bin. Dann legen wir auch direkt los. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich anwesend sind und verspreche Ihnen, heute ein bisschen ins Gewissen reden zu wollen. Also das heißt also, Ihnen so ein bisschen, wie soll ich sagen, Sie so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen möchte ich Sie holen und ihm Back to Basics, Ihnen Fehler vorhalten, den Spiegel ein bisschen vorhalten, denn einige werden sich wahrscheinlich wiedererkennen in dem, was ich erzähle und werden wissen, dass genau die Sachen, die ich andauernd alltäglich vielleicht sogar produziert habe, um mein Konto vielleicht zu schrotten, was mir passiert ist, oder anders gesagt, gegen die Wand zu fahren, gibt es viele Ausdrücke. Viele machen nämlich die großen Anfängerfehler. Und deswegen heißt es ja nicht umsonst, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, dass so und so viel Prozent der Kleinanlegerkonten bei diesem Broker, ob es jetzt wir sind oder andere, eben verlieren. Wir gehen heute auf die drei größten Trading-Fehler ein. Logischerweise bei den drei größten mache ich Ihnen einige Beispiele und lege das auch ein bisschen genauer aus, was damit gemeint ist. Und auch die Fehler. Ja, die meistgemachten Fehler Nummer 4 bis 10 nehme ich kurz unter die Lupe und spreche an, was es da geht. Es sind so 10 Kardinalfehler, wobei die drei großen eigentlich, die sind, die von den meisten eigentlich immer wieder gemacht werden, die man eigentlich mit so einer Leichtigkeit abstellen kann, dass es fast schon erschreckend leicht ist. Das ist quasi so, wie wenn das Geld liegt auf der Straße. Also man muss es einfach nur machen. Die meisten machen es einfach nicht. Wie kann man diese Fehler durch Identifikation vermeiden und wie kann eben die Software auch dabei helfen? Eine gute Trading-Plattform, eine gute Software wie der Nanotrader, wie kann die unterstützen in diesen Fragen? Ja, ich hatte es gesagt, 72% sind es aktuell der Kleinanlegerkonten, die bei diesem Broker verlieren. Warum spricht man nur von Kleinanlegerkonten eigentlich? Und warum diese hohe Zahl, fragen sich immer viele. Also man nimmt hier bewusst die Großen nicht rein. Da die Mehrheit natürlich sich auf auf eine bestimmte Kontogröße konzentriert bei einem Broker. Ich meine, jemand, der ich nicht 10 Millionen hat, der macht kleines, sag ich mal, sag ich mal, wirsch gesagt, pupsiges Konto von 500 € Minikonto bei WH Self Invest auf. Ne? Das ist für den nicht interessant. Der kommt hier gar nicht hin. Solche Kunden haben wir nicht. Ne? Gibt natürlich auch schon größere Kunden, die wir haben, mit ein paar hunderttausend, vielleicht auch mal sechsstelligen Beträgen. Aber das ist natürlich seltener. Eher sind das natürlich Kleinanleger, Retail-Kunden. Natürlich aber auch mittlerweile mehr und mehr GmbHs, Trading-GmbHs, institutionelle Kunden gibt es auch. Aber es sind Kleinanlegerkonten und die machen einfach leider zu viele Fehler. Und das möchten wir einfach, diese Zahl, und dafür machen wir auch dieses, oder mache ich gern dieses Webinar, so 2, 3 Mal im Jahr, um einfach die Leute ein bisschen zu warnen, welche Fehler man abstellen soll und vor allen Dingen leicht kann, damit sie eben nicht zu diesen 72% gehören. Wir alle wollen zu den 28% gehören, die bei diesem Broker Gewinne machen. Und damit sie nicht zu den 72% gehören, machen Sie bitte die Fehler, die wir heute besprechen, nicht. Sie sind wirklich leicht abzustellen. Man muss sich nur die Fehler wirklich vor Augen haben. Wenn Sie das nicht machen, gehören Sie mit Sicherheit früher oder später zu den 72%, die mit diesem Broker oder anderen Brokern Geld verlieren.
einfachste Sache ist es, sich diese Fehler vielleicht einfach mal rauszuschreiben. Das empfehle ich auch immer gerne und bekomme dann noch Monate später, noch manchmal sogar Jahre später, das große Dankeschön, dass ich das einfach mal, auch hört sich blöd an, aber einfach mal empfohlen habe. Schreiben Sie sich diese Fehler fett handschriftlich immer wieder mal auf oder drucken Sie sie fett ausgedruckt auf einen Zettel, laminieren Sie den vielleicht und hängen ihn genau über Ihr PC, wo Sie jeden Tag traden, und lesen Sie diese Sätze immer und immer wieder. Natürlich versucht man immer, diese Fehler auch bewusst einzugehen, um Risiken einzugehen, denn nur wer Risiken eingeht und, sagen wir mal, mögliche Fehler akzeptiert, der kann natürlich auch mehr gewinnen als andere, das ist auch klar, ne? Aber je größer Sie ein Risiko eingehen, desto größer ist es eben auch, dass dieser Fall eintritt. So, wir besprechen die drei größten Trading-Fehler, die insbesondere, wie gesagt, von Anfängern gemacht werden. Weitere klassische Trading-Fehler folgen. Dann kommen Beispiele zu den großen Trading-Fehlern wie Trend. Ja, warum es so wichtig ist, eben den Trend zu folgen, was einer der größten Fehler ist. Nicht gegen den Trend sich zu stemmen oder gegen den Trend zu handeln. Hebel anzupassen und die fehlende Absicherung. Das sind so die drei großen Fehler. Ne? Zeige Ihnen, wie der Nanotrader dies unterstützen kann. Sie dabei unterstützen kann, diese Fehler abzustellen bzw. zu minimieren. So, wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie diese stellen. Bitte, wie immer, gilt an dieser Stelle die Devise: Fragen zum Thema. Vielleicht erstmal warten, was erzählt der gute Kerl hier eigentlich? Und vielleicht beantworten sich viele Fragen im Laufe des Vortrags. Wenn nicht, machen wir am Ende eine Fragerunde. Und wenn Ihnen Fragen später noch dazu einfallen, geben wir die selbstverständlich zum späteren Zeitpunkt nach. Sie schreiben mir die einfach per E-Mail vielleicht sogar oder rufen an oder gehen in den Chat. Stellen Fragen zum Vortrag und bekommen logischerweise immer von mir auch eine Antwort. So, was sind die großen typischen Trading-Fehler? Das hört sich jetzt wirklich banal an, aber es ist so simpel wie banal. Das sind die typischen und die größten Trading-Fehler. Man denkt immer, ja, zu groß handeln oder nicht einen Stop setzen und die Gewinne oder die Verluste unendlich weit laufen zu lassen, ist vielleicht der größte Trading-Fehler. Aber nein, der größte Trading-Fehler, der in den meisten und größten Verlusten resultiert und der von den meisten einfach konsequent gemacht wird, ist eben gegen den Trend zu handeln. Ja. Gegen den Trend zu handeln ist einfach der größte Trading-Fehler, den man begehen kann und den die meisten eben leider Gottes immer wieder begehen. Mal untermauert das auch gleich nochmal mit ein paar Statistiken, mit Beispielen von Trading-Büchern beziehungsweise von geführten Statistiken von Tradern und so weiter. Warum handeln die meisten gegen den Trend? Weil sie denken, es gibt sich das Risiko, die Chance daraus ist viel größer als zum Beispiel mit dem Trend zu gehen. Ja? Jetzt muss man sich einfach mal einen Trend vorstellen. Jeder kann sich das jetzt mal bildlich vorstellen, wie ein Trend aussieht. Ich kann das vielleicht auch mal hier kurz zeichnen. Was ganz Simples für Sie. Was ganz Simples. Ein Trend, der ein bisschen schon fortbesteht, immer wieder ein paar seitwärts geht, ein paar Regressionsphasen natürlich hat, ein paar Korrekturphasen, aber immer wieder auf bestimmten Niveaus aufsetzt. Klassischer Trend, vielleicht auch mal seitwärts, länger seitwärts. Auch mal steiler. Ne? So. Lassen wir mal den Trend für sich stehen. Die meisten denken ja, so, wenn wir hier sind, ne, denken ja die meisten, machen wir denn jetzt? So. Gucken sich die Historie an von dem Ding. Mal angenommen, das ist jetzt ein Jahr. Dann sagen sich das Jahr, oh Gott, das ganze Jahr ist das Ding schon gestiegen. Das ganze Jahr ist das Ding schon gestiegen. Wäre ich mal hier reingegangen oder zumindest hier nach so einer kleinen Korrektur oder hier oder spätestens hier, dann hätte ich natürlich jetzt, wäre ich jetzt schön im Plus. Aber warum versuchen die meisten jetzt den Weg zu gehen und eben nicht den Weg zu gehen? Die gucken sich das Ding an und sehen, das ist so stark gestiegen.
irgendwann muss es korrigieren. Und die Chance, wenn das jetzt passiert oder selbst wenn es noch ein bisschen nach oben geht, aber ich bin jetzt schon drin, ich bin jetzt schon positioniert für eine Bärenmarkt-Rally vielleicht, ja, dass das Ding vielleicht eventuell wirklich abstürzt, dann ist doch dieser Weg, den das Ding zurückgehen kann, und wenn ich Short einsteige, kann ich natürlich genauso die Bewegung mitnehmen, wie wenn ich Long bin, dann ist natürlich der Weg und der potenzielle Gewinn, ja, ist natürlich von hier bis hier deutlich größer, was auch klar, was logisch ist, ist deutlich größer, dieser potenzielle Gewinn, als vielleicht, wenn das jetzt noch ein weiteres Jahr so hoch geht, der Weg eben hier bis da. Ne? Ich habe hier vielleicht zwei, dreimal so viel Weg, den ich machen kann, wenn ich denn hier short bin. Aber das Ding muss erstmal fallen, damit das passiert. Ne? Das muss erstmal fallen. Und wenn man so einen Trend sieht, der intakt ist und der noch nicht gebrochen ist, der würde ja erst brechen, wenn wir hier auf dieser Trendlinie aufsetzen, beziehungsweise diese nach unten verlassen, also in diesen Bereich kommen, dann wäre der Trend gebrochen. Und dann wäre hier in etwa ein Short-Signal. Da das aber nicht passiert, oder beziehungsweise hier in dem Fall noch nicht passiert ist und nicht bestätigt ist, sollte man sich auch nicht gegen den Trend stellen. Also die meisten stemmen sich gegen den Trend, weil sie denken, dass die potenzielle Gewinn, den sie damit erzielen können, wenn sie dann richtig liegen, ja, ist wie so eine Münze werfen. Ich entscheide mich einfach für die Richtung, wo ich mehr Ausblick habe, wo ich weiß, wenn ich richtig liege, kann ich da deutlich mehr gewinnen. Ja, die denken sich, so, ich gehe nicht mehr long, ach, selbst wenn ich da noch 10%, ich gebe mich noch nicht mit 10% zufrieden. Mein Gott, wer bin ich denn? Ich handle hier, ich trade, ich gebe mich nicht mit 10% zufrieden. Nö, dann warte ich lieber, bis das Ding wirklich runterrauscht. Und ich habe in kürzester Zeit 80%. Ich will derjenige, der sagen kann, dass ich dabei war in dieser Bärenmarkt-Rallye und zwar von Anfang an. Deswegen machen die meisten, setzen auf bei einem gesunden Trend, selbst wenn der schon lange anhält und gerade erst noch ganz stark im Steigen ist, setzen die einfach aufs falsche Pferd und versuchen, den Gegentrend dann einzugehen, obwohl der überhaupt nicht stattfindet. Ja? Die sagen sich einfach so, jetzt gehe ich short und versuche, das Ganze quasi da rein zu quatschen, dieses Instrument. Ich hoffe einfach, dass es in meine Richtung geht. Ja, das Ding wird sehr wahrscheinlich nicht fallen. Ne? Zu 90, 95 und 99% wird das in dem Moment oder auch später nicht fallen, weil ein gesunder Trend einfach sehr, sehr extrem lange anhalten kann. Wir sehen das ja an den Börsen, wie lange das Ganze schon läuft. Ja? Und wie viele Shorties da in den letzten Monaten und Jahren vor allen Dingen schon pleite gegangen sind, möchte ich gar nicht wissen. Also, stemmen Sie sich nie gegen einen Trend, denn es ist der größte Trading-Fehler, den man als Retail Privatanleger und Privatkunde im Trading-Bereich machen kann. Damit gehen die meisten einfach pleite, muss man einfach mal so sagen. Die meisten verlieren damit Geld. Nicht durch fehlenden Stop, nicht durch zu großes Handeln, sondern durch diesen Dickkopf, den die meisten dann in dem Moment haben und zu sagen, ich muss jetzt short gehen, weil das Ding irgendwann bestimmt crashen wird. Irgendwann geht es hier runter. Und ich will als Erster dabei sein. Ich will den ganzen Move haben. Das ist so ein bisschen sehr egozentrisch gedacht und verleitet natürlich. Ich selbst habe mich früher auch oft dabei erwischt, dass ich gesagt habe, so jetzt, gerade wenn das Ding so stark steigt, ich setze jetzt auf Short. Ja, weil etwas, was stark gestiegen ist, kann immer stark fallen. Natürlich gibt es zwischendurch Korrekturphasen, aber das, was wir da mitnehmen wollen, worauf der Short-Trader dann setzt, kommt meist doch nicht zustande. Punkt Nummer zwei, zu groß handeln. Das ist die Überhebelung, die klassische Überhebelung. Ja, also, dass die Leute einfach sagen, Futures, CFDs, all diese Derivatprodukte, Devisen, Forex und so weiter und auch Zertifikate sind eben Hebelprodukte, die dazu verleiten, viel mehr zu bewegen, viel mehr, also den Hebel wirklich auszureizen, viel mehr zu handeln und zu investieren, als man eigentlich am Konto hat. Man kann das, klar, wenn der Hebel groß ist und dementsprechend die Marge nicht so groß ist und der Hebel zum Beispiel wie bei uns bei Indizes 20 ist, die Marge, man legt 5% Marge, muss man hinterlegen von dem Instrument, da kann man es schon kaufen für, das muss man sich überlegen, den Rest finanzieren wir oder der andere Anbieter, wer auch immer. Und damit können Sie theoretisch 20 mal so viel handeln, wie Sie auf dem Konto haben. Natürlich ist es auch gefährlich, weil das Ding braucht nur ein paar Prozent gegen Sie zu laufen. Aber bei einem vollgefahrenen Hebel sind Sie dann eben auch schon bei der kleinsten Gegenbewegung weg vom Fenster. Ne? Zu großes Handeln und Überhebeln bringt nichts auf Dauer. Es kann bei dem einen oder anderen Trade gut gehen, wenn man ein richtiges Gespür, ein richtiges Näschen hat oder einfach nur einen Glückstreffer hat. Aber auf lange Sicht ist das kein seriöses Investieren.
mit großem Hebel. Man kann nicht über mehrere Jahre hinweg mit großem Hebel jeden Trade gewinnbringend nach Hause fahren. Das gibt es nicht. Den Trader gibt es nicht. Das ist eine Illusion. Die Leute, die hier immer hinkommen und sagen, so, was ist denn Ihr maximaler Hebel? 20, da sage ich dann maximal 30 im CFD-Bereich. Tut mir leid, wir sind erstmal reguliert. Ja, aber in Australien, da geht ja noch 500 und so weiter. Und da gebe ich mich schon nicht zufrieden mit 30. Ja, mein Gott, dann müssen die Leute eben ihre Erfahrungen machen. Das kann, wie gesagt, ein paar Trades lang gut gehen. Aber wenn sie da maximal gehebelt sind und auch nur die kleinste Gegenbewegung gegen sie haben, ist das Konto unter Umständen schon nach wenigen Bewegungen platt. Und das muss man wissen. Und das ist der zweitgrößte Fehler, den man macht oder den die Leute einfach machen, zu groß zu handeln. Sie können auch mit Hebelprodukten klein handeln. Ja, es verbietet Ihnen ja keiner, den Hebel nicht auszureizen. Sie müssen das nicht machen. Sie haben maximale Hebel, das ist dann der Hebel, der der Marge entspricht. Sie können aber auch so viel Cash auf dem Konto haben, dass Sie hebelfrei handeln oder mit einem ganz konservativen Hebel von vielleicht 2 oder maximal 5 unterwegs sind. Auch das ist natürlich möglich. Muss man halt ein bisschen Cash aufs Konto packen und sich nicht so viel Marge anrechnen lassen. Also nicht so viel Kredit. Ne? So, der dritte größte Fehler ist eben das fehlende Stoppmanagement. Zu den drei Sachen bringe ich eben gleich auch noch ein paar weitere Erläuterungen und Beispiele. Das fehlende Stoppmanagement ist der dritte Kardinalfehler, den die meisten eben begehen, um zu sagen, ja, ich sitze ja eh davor und warum soll ich denn Stopp setzen? Ja, außerdem Stopp haut mich dann vielleicht gleich bei 10 Punkten raus. Ja, ich weiß, ich müsste ihn setzen, weil ich muss ja meine Verluste begrenzen. Aber wenn der Markt dann doch dann berührt und danach vielleicht doch wieder hochgeht, ich weiß, das ist oft der Fall. Ja, Sie kennen das, auf dem Demokonto passiert es nicht, aber in echt passiert es immer. Sie gehen in Position, positionieren sich gerade, setzen den Stop vielleicht ein paar Punkte drunter, weil das Instrument einfach zu groß ist. Können Sie vielleicht nur 10, 15 Punkte drunter setzen und ein paar Minuten später ist das Ding schon wieder ausgestoppt. Und kaum ist es ausgestoppt worden, dreht der Markt auch wieder in Ihre Richtung und läuft wie Banane in Ihre Richtung. Und Sie hätten, wenn der Stopp nicht gesetzt worden wäre, den Mega-Gewinn eingefahren. Das kennen Sie, das hat jeder schon von uns schon zigmal durchgemacht, das Szenario. Aber trotzdem muss man es machen. Man muss es machen, einfach um Verluste zu begrenzen. Man kann nicht Positionen unbeschützt im Markt lassen, gerade nicht bei Hebelprodukten. CFD, Forex und Devisen sind Hebelprodukte mit teilweise sehr großem Hebel und läuft es eben zu lange und zu stark gegen Sie, sind Sie einfach ganz schnell bei Null. Das muss man wissen. Also so ein Konto ist ganz schneller bei Null, als Sie schauen können. Und das rechne ich Ihnen da gleich auch nochmal genau vor. Ja, die weiteren Trading-Fehler, die ich da noch ein bisschen ansprechen müsste, kommen jetzt. Wir gehen gerade mal wieder hier in unseren Zeichenmodus, Nicht-Zeichenmodus und einmal ein bisschen klicken. So, schlechte Plattform. Warum verlieren viele Leute Geld im Trading? Weil sie einfach schlechte Plattformen benutzen oder die Plattform nicht ausreichend beherrschen. Wir geben hier zum Beispiel für Sie immer 12 Monate lang inaktivitätsgebührenfreie Zeit, damit Sie genug Zeit haben, sich auf das Geschehen einzustimmen. Wenn Sie bei uns Kunde werden, kennen Sie das, kommen Sie in Dauerdemokonto im Live-Zugang und haben 12 Monate lang keine Inaktivitätsgebühr. Das heißt, Sie haben genug Zeit, Plattform zu lernen. Wir bieten auch persönliche Coachings an. 60 Minuten gibt es für jeden Neukunden gratis dazu. Wenn Sie Kunde werden, kriegen Sie ein persönliches Coaching und da gehen wir die ganze Plattform nochmal für Sie mit Ihnen durch. Und wie gesagt, bauen ihre Baustellen ab und beantworten persönliche Fragen. Und Leute, die bei anderen Brokern schlechte Plattformen nehmen, also wo zum Beispiel gar keine großen bekannten Plattformen wie NanoTrader oder NinjaTrader oder MT4 also irgendwie existieren, eigene Interfaces und ganz komische Dinger, die ich noch nie gesehen habe, die meistens dann auch öfter mal streiken, einfrieren, ausfallen und so weiter, nicht erreichbar sind. Ja. Wenn man so bei so einem Anbieter ist, dann muss man sich nicht wundern, dass man auch Geld verliert. Und ich weiß, dass Sie das auch nicht mehr wiederbekommen. Der Anbieter kann sich immer der Ausrede ausreden, dass Sie das in den AGB auch unterschrieben haben, dass es eben das Risiko ist, wenn elektronisch was anfällt oder ausfällt, nicht im Verantwortungsbereich des Anbieters liegt. Schlechte Abwicklung, weiterer großer Punkt sogar. Hängt aber dann auch meistens mit kleineren Brokern zusammen, die auf Zypern oder Malta, ich sage mal, nicht ihr Unwesen treiben, aber dann doch für mit schlecht regulierter eben Aufsicht da natürlich auch die Abwicklung nicht gut machen. Das heißt also, wir kriegen
einfach schlechtere Ausführungspreise. Viel Slippage, hohes Slippage, Market Making Prinzip brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht zu erklären, dass der Anbieter bei Market Makern immer gegen Sie handelt, auf eigene Rechnung und nicht im Interesse des Kunden, sondern im Interessenkonflikt. Steht bei jedem Market Maker in den AGB drin. Das heißt, er kann theoretisch, wenn ein Aktienkurs gerade oder ein DAX nach unten stürzt, kann er den Bid-Kurs sehr weit runterziehen zum Beispiel und den Ask und damit den Spread auseinanderziehen, um eben an diesem erhöhten Spread dann Gewinne einzufahren, weil er ja meist keine Gebühr nimmt, keine Ordergebühr wie wir als Broker, sondern eben da an der Spread-Erweiterung und an der schlechten Ausführung eben verdient. Das ist aber bewusst und das ist das Prinzip, das gewinnbringende Prinzip eines Market Makers und der macht dadurch eben sein Geld. Ja, das muss man eben wissen, wenn man sich gegen ihn stemmt, gegen ihn handelt. Deswegen werden Sie da auch nie auf Dauer, sage ich mal, ein Konto richtig, richtig hoch traden können, weil dann bekommen Sie sofort persönliche Trader natürlich vorgesetzt und die sich mit ihrer Order, bei jeder Order mit ihrer Order beschäftigen und diese auch recoden können, beziehungsweise oder zurückweisen können sogar. Dann wird natürlich gehedged, ne, was das Zeug hält. So, mangelndes Fachwissen ist für mich ein ganz schlimmes Kriterium und eins, was ich auch oft wieder höre, dass Leute einfach sagen, so, ich bin Anfänger, rufen mich an und sagen, ich würde gerne bei Ihnen einsteigen, ein kleines Konto aufmachen, 500 Euro, weil ich lese ja so viel jetzt über das Gold und so weiter und über den Euro-Dollar und das Öl, da muss man ja einfach dabei sein. Ja, aber bitte, liebe Leute, wenn Sie keine Ahnung haben, Anfänger sind und sich mit den Märkten noch nie beschäftigt haben, gar nicht wissen, was die Kontraktgrößen von solchen großen Instrumenten sind wie Gold und Öl, dann geht man nicht in solche Märkte. Devisenmärkte ticken ganz besonders in eine ganz anderer Art als zum Beispiel ein Index oder Bundmärkte und so weiter oder Aktien. Ja, ist auch für ganz andere Tradertypen geeignet und die Leute gehen einfach unvorbereitet rein in Märkte. Das ist auch ein sehr großer Fehler, der immer wieder gemacht wird, in Märkten zu handeln, die man sich überhaupt nicht auskennt. Ja, wenn Sie aus der Aktienbranche kommen, jahrelang Aktiengeschäfte getätigt haben, darin erfolgreich waren und jetzt plötzlich sagen, ich will jetzt plötzlich einfach mal auf der Euro-Dollar-Welle reiten, das ist ja so ein Hype oder Bitcoin und so weiter. Gerade die Bitcoin-Geschichte, Achtung, ich sage nur Achtung, das sind so riesen Kontrakte und das ist so eine riesen Fluktualität und Volatilität, täglich wohlgemerkt. Da kann es heute 20% hochgehen, morgen 35% runter zum Teil. Und dann mit diesem riesen Hebel, der da gefahren wird, das ist nichts für schwache Nerven. Ja, das muss man wissen. Muss man mitunter jahrelang dabei gewesen sein und sich wirklich auskennen in Märkten, damit man die handeln sollte. Meine Meinung, ja, meine persönliche Meinung. Ungeduld, ja, und zum Beispiel einen Verlust nachzukaufen, das ist natürlich auch so, solche Fehler, ungeduldig zu sein, ne, dass man einfach sagen muss, tja, ich muss doch dabei sein, ne, da muss doch was passieren oder so Berufstätige, die immer dann sagen, so, heute Abend handle ich nochmal eine Stunde, ne, ich setze mich vom PC, Skype vielleicht ein bisschen und so weiter, aber wenn es nichts zu handeln gibt, wenn es keine Gelegenheiten gibt, wenn es einen eingeschlafenen Markt gibt, keine Volatilität, dann sollte man auch nicht handeln. Man sollte nur handeln, wenn man sich seiner Sache ganz sicher ist, wenn es eine große Bewegung gibt, wo man dabei sein möchte, wenn man einen Ansatz sieht von einer starken Korrektur vielleicht, wenn Bewegung in den Markt kommt und viele Marktteilnehmer an einer plötzlichen starken Bewegung teilnehmen, dann gibt es auch was zu gewinnen, dann gibt es was zu holen, ob sie richtig liegen oder nicht. Aber warum soll man abends, wenn man nach Hause kommt, nur aus Langeweile dann unbedingt dabei sein, ungeduldig zu sein? Ich muss jetzt in diesen Markt rein, kostet es, was es wolle. Ich will einfach Nervenkitzel zum Beispiel. Das ist auch natürlich so ein Fehler, wie gesagt. Für mich großer Fehler, könnte eigentlich weiter vorne stehen, ungeduldig zu sein und unbedingt Fear of Missing Out, dass man eben die Angst hat, etwas zu verpassen am Markt. Man muss unbedingt irgendwie jetzt auf die Finger auf der Maus haben, muss man zur Not jeden Moment abdrücken kann. Da kann ja irgendwo in einem Markt jetzt was passieren. Ist ein Fehler, den viele Leute machen und dann eben zu schnell überall reinzugehen. Muss nicht gemacht werden, das kann man ganz leicht abstellen. Sie sehen, diese Fehler kann man leicht abstellen, indem Sie mit dem Trend handeln zum Beispiel, ja, nicht gegen den Trend zu stemmen, sondern erst in zum Beispiel Short zu gehen, wenn der Markt nachweislich gedreht hat und wirklich einen Aufwärtstrend gebrochen hat zum Beispiel. Immer einen Stopp setzen, mit ganz moderaten Hebeln handeln, wenn überhaupt mit Hebeln handeln. Also die drei größten Fehler kann man wirklich sehr einfach abstellen, muss man nicht drüber reden. Eine gute Plattform bekommen Sie hier, eine gute Abwicklung, eine gute Ausführung auch, bei seriösen Brokern sowieso. Ja, wenn Sie sich gut vorbereiten,
ja, die Märkte kennen, die sie handeln, auch vielleicht noch Ausbildung machen. Ich kann Ihnen viele Ausbilder nennen, denen wir schon seit 20 Jahren zum Beispiel zusammenarbeiten. Ja, dann eine gute Ausbildung und mindestens mal eine 12-monatige Vorbereitung auf sowas. Dann kann auch nicht viel schief gehen. Und wenn Sie all diese Fehler irgendwie abstellen, wie auch einen Verlust nachkaufen, dass man immer sagt, so, oh, ich habe meinen Stopp hier, der Markt ist 2 Punkte davor, up, dann ziehe ich doch meinen Stopp mal ein bisschen runter, gebe dem nochmal so ein bisschen Raum, auch so ein Riesenfehler, ne? Dass man sagt, man kauft entweder im Verlust nach, damit man einen günstigeren Einstandspreis hat und ja gar nicht so viel im Minus ist, ne? Weil das geht ja irgendwann wieder nach oben, ne? Oder Sie ziehen Ihren Stopp nach und geben dem Risiko noch mehr Platz, dass Sie Ihr Risiko dann erhöhen, was Sie ursprünglich ja begrenzt haben, wo Sie sagen, so, ich wollte mein Risiko auf 300 Euro für diesen Trade begrenzen, habe meinen Stopp auf 30 Punkte gesetzt, da muss Schluss sein. Ja? Nicht, dass Sie hinterher noch kommen und sagen, oh, ich ziehe dann nochmal 20 Punkte runter, 500 Euro sind ja auch nicht so schlimm, vielleicht dreht es ja zwischenzeitlich wieder. Das ist ein typischer Fehler, den die Leute machen. Stopp einfach wieder weiter wegsetzen. Ja, dann brauchen Sie auch gar keinen setzen. Ne? Da bin ich immer sauer, wenn ich sowas sehe. Das ist einfach nicht angebracht, sorry. Das tut mir leid, aber es ist nicht angebracht. Sowas macht man im Trading einfach nicht. Man setzt einen Stopp, aber man sagt, da muss Schluss sein. Wenn der das erreicht, das ist mein Limit, das bin ich bereit zu riskieren, dann muss das Risiko da enden, genau da. Im Verlust nachkaufen, genauso, sag ich mal, sorry für den Ausdruck, aber bescheuert, ne? Wenn Sie etwas von einem bestimmten Wert kaufen, ja, und das Ding verliert die Hälfte an Wert. Warum soll sie denn da noch mal, warum soll sie denn da noch mehr Geld reinstecken? Machen Sie doch bei Ihrem Auto auch nicht. Zum Beispiel jetzt mal angenommen, Sie kaufen sich einen Neuwagen. Schönen Audi A6 Kombi, 70.000 Euro Neupreis. So, nach 5 Jahren ist das Ding vielleicht 25.000 wert, sagen wir mal, ne? Ja, dann kaufen Sie sich doch keine Standheizung für 2.000 Euro nochmal für, erst nach 5 Jahren oder lassen die Sitzepolster neu beziehen und stecken da nochmal 10.000 rein in ein Auto, was vielleicht noch 25.000 wert ist. Genauso blöd ist es im Trading zu sagen, ich habe ein Investment gemacht, ja, das hat leider Gottes 20, 30%, vielleicht sogar 50% verloren, aber ich bin sicher, das kommt wieder. Das kommt wieder, das muss wieder nach oben gehen, also kaufe ich dann nochmal für 50.000 dazu. Punkt. So habe ich meinen Verlust begrenzt. Ja, bin eigentlich nur noch, wenn man so will, 25% im Minus. Das rettet mich doch. Ja, das ist so ein typischer Fehler, den viele, viele machen und früher schon bei Aktien gemacht haben. Das rettet sie nicht. Dann können sie doch genauso gut einfach verkaufen und das, was sie da rausbekommen, einfach in einen nächsten Wert stecken, ja, der wahrscheinlich viel größere Aussichten hat, wieder nach oben zu gehen. So, und News Trading ist sowieso nichts für Anfänger, davon rate ich ohnehin komplett ab. Handeln Sie News oder handeln Sie zu Newszeiten nur, wenn Sie wissen, was Sie tun. 14:30 Uhr, erster Freitag zum Beispiel im Monat, Non-Farm Payrolls rauskommen oder wenn es irgendwelche besondere Wirtschaftsdaten gibt, Zentralbankentscheidungen und so weiter, ja, FOMC und so weiter, dann sollte man wirklich nur handeln, wenn man diese Volatilität wirklich abkann, ein großes Konto hat und nicht unbedingt einen Stop braucht. Jetzt mal ein paar Beispiele zu den typischen Trading-Fehlern. Jetzt habe ich Sie hoffentlich genug auf den Boden der Tatsachen geholt. Das ist bewusst. Bewusst habe ich mich manchmal ein bisschen in Rage geredet, weil ich weiß, dass diese Fehler immer vorkommen. Und ich möchte einfach, dass unsere Kunden, dass diese Zahl gedrückt wird. Verstehen Sie, diese 72%, die kann man locker drücken, die kann man locker unter 50 kriegen, vielleicht sogar unter 30 oder 25, wenn unsere Kunden, wenn Sie, die mir hier zuhören, diese Trading-Fehler abstellen, ja, dann werden Sie auch, die werden auch glücklicher, glauben Sie es mir, auch wenn Sie nicht mit einem Glücksgriff oder einem Glückstreffer oder einem Glückstrade dann eben schon nach 6 Monaten Ihre 100% gemacht haben. Selbst wenn Sie nach einem Jahr nur 5 oder 10% oder 20% im Plus sind, reicht doch, Sie schlagen jede Benchmark. Das Risiko, was Sie durch Eingehen der Fehler eingehen, ist viel größer. Glauben Sie mir. So, gegen den Trend zu handeln, zeigt hier mal das Trading-Tagebuch eines, der mit dem Trend handelt, ja, hier oben, und der gegen den Trend handelt, hoppla, eine Matrix tiefer. Da sehen Sie zum Beispiel pro Tag die Anzahl der Trades, die Gewinn, in Punkte, die gewonnenen Punkte am Ende des Tages. Man sieht, dass es hier neben vielen Gewinntagen natürlich auch mal 2 Verlusttage gibt, klar. Ja, aber das ist jemand, der mit dem Trend handelt, und das darunter ist jemand, der gegen den Trend handelt und versucht, sich gegen den Trend zu stellen, hat einmal Glück und bekommt eine gute Bewegung mit.
Aber ansonsten ist das nicht auf seiner Seite. Das ist also nicht, wie soll ich sagen, gegen den Trend zu handeln, verspricht einfach keine Gewinne auf Dauer. Vor allen Dingen nicht, wenn man mehr und mehr Trades macht. Das kann, wie gesagt, einmal gut gehen. Das kann meistens mal, ist dann meistens ein Glücksgriff. Aber auf Dauer ist das kein Argument, es dauerhaft zu tun oder beziehungsweise schon gar kein System oder eine Strategie. Es ist einfach so. Wenn Sie mit dem Trend handeln, verbessern Sie die Resultate einfach deutlich. Das ist genauso, dass man eben das zu früh erkennt. Hier zum Beispiel, in diesem Beispiel, ja, am Tief zu kaufen. Ja, das ist ein immer noch intakter Trend. Sie sehen das, wenn ich jetzt die Trendlinie hier einzeichnen würde, zum Beispiel, ne, könnte ich mal machen. So, dann haben wir hier eine fallende Trendlinie. Das ist ein bisschen wellig, aber ist ja egal, man sieht, was gemeint ist. Solange wir hier nicht ausbrechen, solange wir hier nicht ausbrechen, also solange wir hier nicht darüber schließen, also hier irgendwelche Kerzen haben, ja, hier hoch, solange wir hier keinen Ausbruch aus diesem fallenden Trend haben, brauchen wir hier nicht darüber zu diskutieren, ob wir Bottom Fishing, sogenanntes Bottom Fishing betreiben. Das heißt, irgendwo hier einfach wieder einsteigen. Natürlich kann man das machen, wie hier sieht man einen riesen Sell-off, aber nach diesem starken Kursverfall sieht man hier eine schöne Kerze mit einem langen. Ja, das ist wie so eine Hammerkerze mit einem langen Docht und das entspricht einem Sell-off. Danach geht es wieder ganz steil, erstmal nach oben, aber es geht weiter runter hier. Auch nach diesem Zwischenhoch geht es weiter runter. Also für jemand, der im Swing-Trading-Bereich sagen, längerfristig orientiert ist, der sollte hier immer noch nicht kaufen, sondern warten, bis wir hier einen Trend-Reversal haben. Das ist ganz wichtig, einfach mal zu erwähnen. Hoppla, so. Zweiter Punkt, nicht überhebeln. Also der zweite große Kardinalfehler, eben zu groß zu handeln, das rechnen wir Ihnen hier erstmal vor anhand von einem Beispiel CFD DAX 10.000 Euro. So, wir haben hier eine gemittelte Volatilität von 2,5%, die wir hier zugrunde liegen. Ein CFD DAX, ich weiß, im Moment sind wir größer, 15.000, aber wir uns einfach zu handeln. Für die Kalkulation nehmen wir 10.000. Ja. Wir nehmen 10.000, weil ja ein Punkt 1 Euro wert sind im Germany 30 CFD. Also rechnen wir das wie folgt. Wenn der Verlust pro Tag 250 Euro betrifft, ja, und wir haben eben eine Kontogröße von 2.500 Euro, dann haben wir ja einen Verlust von 250 gegenüber 2.500. Ja, verlieren wir 10%. Ne. So. Wenn wir ein CFD DAX handeln, der Hebel ist ja dann schon 4. Ne. Ja, weil wir handeln ja ein Instrument, was einen nominellen Wert von 10.000 hat und haben aber nur ein Viertel davon auf dem Konto. Also ist der Hebel logischerweise ein Viertel, also 4 zu 1. Ja. Wir handeln viermal so viel, wie wir eigentlich Cash bezahlen könnten. Ja. So, verlieren wir 10% bei der normalen DAX-Volatilität von 2,5% pro Tag, verlieren wir 250 Euro oder 10%. Die Gegenbewegung, die wir brauchen, um diesen Gewinn wieder wettzumachen, beträgt 11,11%. So, wenn wir jetzt höher hebeln, also drei DAX-CFDs nehmen, also nicht nur einen Hebel von 4 haben, sondern einen Hebel von in etwa 12, 12 mal 25, 2.500 sind 30.000, dann haben wir einen 12er Hebel und wenn wir dann eben pro DAX-CFD die 250 verlieren, also insgesamt 750, ja, da verlieren wir schon 30% des Kontowerts mit einem Trade wohl gemerkt. Ne? Und die Gegenbewegung, die wir brauchen, um diesen Verlust wieder wegzumachen, ist schon fast 50%. Überlegen Sie mal. Und jetzt spielen wir das Ganze mal durch mit der Größe von 5 CFD DAX, was einem Mini-DAX entspricht. Ne? Das können Sie theoretisch ja machen, weil es gibt es ja her, der Hebel gibt es her. Sie können ja einen 20er Hebel fahren. Das wäre in dem Fall ein 20er Hebel. Ja, da können Sie also bis zu 50.000 investieren. Ja, mit einer Kontogröße von 25.000. Wenn Sie voll investiert sind, bei vollem Hebel, ja, und dann eben pro DAX-CFD diese 250 verlieren, verlieren Sie die Hälfte Ihres Kontos mit einem Trade und brauchen eben 100% Performance, um das Ganze wieder hochzufahren. Und die 100% Performance, den möchte ich sehen, der das in einem Trade danach wieder macht. Das kann ein Glücksgriff sein, kann aber auch ein paar Jahre dauern, bis Sie die 100% Performance wieder drin haben. Also arbeiten Sie mit klaren Regeln, da begrenzen Sie Ihr Risiko. Ich sage immer, für Anfänger 0,5 bis 1% Risiko pro Trade. Wenn es die kleine Kontogröße nicht hergibt, weil der Kontrakt so groß ist, nehmen Sie Minis oder Mikros. Das ist ganz einfach. Kleine Kontraktgrößen, dann können Sie dann schön an diesen Beispielen üben.
Und wenn das mit kleinen Kontraktgrößen funktioniert, können Sie hier später auch wieder hochskalieren und das mit großen Kontraktgrößen machen. Anders sieht es auch, oder ja, so sieht es dann noch aus, wenn wir ein Slide weitergehen, und zwar hierhin. Hier ist das Ganze dann nochmal entsprechend im Hebel aufgeschlüsselt. Wenn wir den Verlust machen, also hier nochmal die Kontogröße 2.500 Euro, handle ich ein Stück, haben wir einen Hebel von 4, ich habe es eben schon gesagt. Und dann brauchen wir nur eine Gegenbewegung oder ein Fallen des DAX von 25%. Gut, das ist sehr unwahrscheinlich, dass er das macht an einem Tag, um unser Konto zu plätten. Aber wenn wir zum Beispiel 10 Stück, 10 DAX-CFD haben oder wie in dem Beispiel eben 5, ja, wenn der Hebel 20 ist, dann brauchen wir nur 5%. Ja. In Corona-Zeiten, Mitte, Ende März letzten Jahres, gab es Tage, wo wir 5% verloren haben oder mehr. Ja, sogar 6 oder 8% gab es mal. Ja, also Sie sehen, Sie können an einem Tag, wenn es eine Corona-Volatilität gibt, Ihr Konto plätten, wenn Sie den Hebel von 20 ausreizen. Wenn Sie bei uns im CFD-Bereich anfangen, haben Sie ja einen maximalen Hebel von 20. So, und wenn Sie den voll investieren, Ihre Kontogröße von 2.500, ja, kaufen damit eben 12 DAX-CFDs, 5 DAX-CFDs, dann reicht ein Corona-Volatilitätstag und Ihr Konto ist auf Null. So schnell kann das gehen. Ne? Und die Gegenbewegung kann noch kleiner ausfallen, braucht nur 2.5% groß sein, wenn Sie eben zum Beispiel noch größeren Hebel zum Beispiel haben. Man kann ja auch Hebel von 50 haben bei uns als professioneller Trader zum Beispiel. Also mein Tipp, vergrößern Sie die Kontoeinlage, überhebeln Sie Ihr Konto nicht, sondern handeln bitte, bitte mit Augenmaß. Das ist meine große Empfehlung. Vielleicht mal eine Frage an Sie im Moment. Wir haben ja auch hier zum Beispiel, wie immer mal die Frage, ob es jemand gibt, der an einem Neukundenangebot Interesse hat. Dann darf ich bitten, hier auf Ja zu klicken oder auf Nein, wenn Sie kein Interesse haben, wenn Sie Interesse haben und sagen, ja, was der da erzählt, klingt sehr seriös, scheint ja gute Beratung zu sein, da würde ich mich freuen, wenn Sie kommen. Also eine gute Beratung wie hier kommen Sie meines Erachtens fast nirgends, bin ich mir ziemlich sicher. Sei denn, Sie beweisen mir das Gegenteil und nennen mir Anbieter und Berater, dann höre ich mich da gern mal um. Aber ich bin der Meinung, dass wir mit unserer ehrlichen Art und Weise und seriösen Beratungen auch die wenigsten großen Ausfälle wirklich haben an Kunden, die wirklich viel verlieren oder alles verlieren. Und unsere Zahl mit 20% ist weit unter den anderer Anbieter, das muss man auch mal sagen. So, kommen wir einen Schritt weiter und gehen mal zu dem nächsten. Da kommen wir nämlich hier zu dem fehlenden Stop-Management. Und da sind wir ohne Bild. Warum sind wir ohne Bild? Weiß ich auch nicht. Hier muss eigentlich ein Bild hin. Hier brauchen wir ein Bild. Und da ist normalerweise ein Bild. Und ich weiß nicht, warum da jetzt kein Bild ist. Das ist schade. Eigentlich ist hier ein Bild. Und ich muss mal gerade mal gucken. Starten wir das Apparat mal neu. So, mal gucken, ob wir da hier einen Fehler im Programm haben. Ich hoffe nicht. Ich dachte gerade nochmal. Schauen wir uns das nochmal an. Tja, ein bisschen vielleicht hier an der Arbeitsspeicher zu liegen. Ich hoffe nicht. So, wir sehen einen schönen steigenden DAX. So, schauen wir mal, wir das Bild jetzt haben. Nein, tut mir leid, ich kann es hier nicht liefern. Ich weiß nicht, warum es nicht zeigt. Hier ist normalerweise ein Bild, wo man ein Histogramm sieht mit sehr vielen Trades, mit zig Trades. Viele leicht Gewinn bringt, vielleicht auch mal ein oder zwei große Ausreißer in der Gewinnzone, aber eben auch viele Verluste und vor allen Dingen teilweise recht große Verluste, die eben dann zeigen sollen, dass das ein Bild ist, quasi ein Report ist, den wir bitte so von Ihnen nicht sehen wollen, wenn es geht, ne? Weil das ist ein Bild für jemand, der eben keine Stops setzt. Fehlendes Stop-Management, wie gesagt, ist immens wichtig und das ist ein dritter Punkt und da möchte ich zu auch gleich auf die Plattform eingehen, um Ihnen zu zeigen, wie Sie das auf der Plattform zum Beispiel verhindern können. Tja, nobody's perfect, manche Fehler können Sie abstellen, manche nicht. Sie machen vor allen Dingen auch ja, Fehler, wenn Sie keinen Trainingplan haben oder keinen Ansatz haben, keinen eigenen Ansatz, zum Beispiel nur Leute kopieren und blind das handeln,
was Ihnen dann irgendeiner sagt, per E-Mail schickt oder reinruft oder in einem Kurs sagt oder vielleicht, ja, Social Trading ist auch so eine Sache, von der ich nicht viel halte, weil man meistens die Leute gar nicht kennt, viele dubiose Gestalten da sich auch tummeln und sich sonst wo anschließen in diesen Rooms oder sogar auf den Plattformen ja selbst und dann eben irgendwelche Signale liefern, die man kaum einer hinterfragt, einfach blind nachhandelt, ist nichts im Sinne des Erfinders. Sie sollten sich ihren eigenen, wenn sie Erfolg haben wollen, dauerhaft ihren eigenen Tradingplan, ihr eigenes Schema, ihren eigenen Ansatz, ihr eigenes System, kann man nennen, wie man will, Strategie, zurechtlegen, vielleicht erarbeiten. Bei manchen dauert das Monate, bei manchen dauert es Jahre, bis sie ihre eigene Strategie haben und endlich erfolgreich und profitabel sind. Sie müssen Geduld haben in dem Business, das ist ganz wichtig. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen und auch Sie werden nicht von heute auf morgen Millionär. Schon gar nicht, wenn Sie irgendwelchen Leuten folgen, die meinen, die müssen ihre Signale verkaufen. Man muss natürlich auch mal hinterfragen, wenn die Leute doch ihrer Signale so sicher sind, ja, warum müssen Sie sie teilen? Warum müssen Sie die ihnen aufschwatzen und verkaufen? Sollen Sie doch handeln und damit glücklich und reich werden? Da glaube ich einfach nicht dran. Die haben es nötig, Geld zu verdienen, tut mir leid. Und das macht man nicht mit Signalen, die angeblich so eine todsichere Trefferquote haben. Also einfach mal hinterfragen, was hinter solchen Social Trading Gestalten hinter dem einen oder anderen mal so steckt. Also stellen Sie Regeln auf, wie Sie einhandeln, handeln Sie in Trendrichtungen, setzen Sie Stops, verwalten Sie diese klug und intelligent, zeige Ihnen auch gleich auf der Plattform wie, halten Sie sich an ein striktes Risikomanagement, Money Management und Risikomanagement, nicht überhebeln, kleine Kontraktgrößen handeln, Cash, mehr Cash bezahlen, nicht im Verlust nachkaufen, lieber mehr Cash, wie gesagt, auch aufs Konto packen, öffnen Sie ein großes Konto, lernen Sie vor allem die Produkte und Märkte kennen, die Sie handeln, ja, und suchen sich einen guten Broker mit guter Ausführung und einer guten Plattform. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung von dem, was wir jetzt so auch die ganze letzte halbe Stunde so ein bisschen bequatscht haben. Und ja, Konditionen kennen Sie, ne? Bei uns geht es los ab 500 Euro. Im CFD- und Forex-Konto mit kostenlosen Plattformen. Klar, man kann auch einen NanoTrader Full dann noch nehmen, aber es ist eher für die Leute, die Systeme handeln, programmieren möchten. Im Futures-Bereich geht es ab 2.500 los. Und bei Aktien ab 5.000 Euro. Ne? Das ist das IB-Konto dann in dem Fall. Hier haben Sie meine Kontaktdaten nochmal und zeigen wir Ihnen jetzt nochmal vor allen Dingen das Stop-Management in der Plattform, worauf es ja ankommt. Ne? Gegen den Trend zu handeln, das möchte ich auch noch ein bisschen zeigen. Das ist vor allen Dingen ganz einfach zu erkennen. Wenn ich jetzt mal einfach mal, schauen wir mal, wir nehmen hier mal so einen 60-Minuten-Chart. Machen wir es mal ganz einfach. Nehmen wir so einen 60-Minuten-Chart. Ja, und gucken uns jetzt mal die, ja, hier sieht man, hier sehen Sie natürlich, dass Sie gar keinen klaren Trend haben. Wir müssen uns natürlich mal hier so ein bisschen was rauspicken auch, ne? Klar, man kann natürlich jetzt nicht unendlich lange Historien nehmen. Ich picke mir jetzt einfach mal das raus. So. Diesen Abschnitt picke ich mir jetzt mal raus. Bin ich mal so frei. Und so. Jetzt sieht man natürlich ganz klar einen Trend. Ja, das ist doch, das sieht ja jeder, dass das ein Aufwärtstrend ist. Natürlich sollte man, wenn man hier so einen Trend handelt, dann nicht irgendwo hier schon sagen, Short. Ne? Also, dass Sie hier zum Beispiel eben nicht sagen, so ein Punkt, ah, hier geht's runter. Hier scheint sich zu bestätigen. Hier ist wieder so ein kleiner Sell-off, dass man hier zum Beispiel sagt, so, jetzt muss ich hier um Short gehen, weil ich glaube, der Trend war lang genug. Das ist auch ein guter Trend, ist eine gute Bewegung, 400 Punkte. Aber Sie sehen, was das Ding noch imstande ist zu leisten danach. Ne? Es gibt immer wieder kleine Gegenbewegungen, klar, hier. Aber das Ding dreht nicht unbedingt. Trend können Sie ganz einfach erkennen. Oder wir haben ja auch viele Sachen, die man zeichnen kann, zum Beispiel eine Trendlinie kann man sich zeichnen. Da braucht es natürlich auch dann eine gewisse Anzahl von Berührungspunkten, mindestens zwei, hier haben wir schon drei. Und dann kann man eben, wenn man sich die Trendlinie zeichnet, eben dann auch sehen, wann ist diese gebrochen. Ne? Das gucke ich mir jetzt längerfristig mal an. Und da sehe ich, dass wenn ich mir die Trendlinie mit drei Berührungspunkten zeichne, eins, zwei und drei, dass die hier in etwa, da hält die nochmal per Unterstützung und da verlassen sie ihn dann. Das sieht man auch ganz klar, dass es hier einen heißen Kampf gibt, vor allem in dem Bereich. In dem Bereich hier gibt es einen heißen Kampf. Ne? Da wird dann nochmal auf der Trendlinie aufgesetzt, nochmal stark abgeprallt, ne? Kommt aber auch genauso stark zurück. Und danach ist er schon drunter, hat drunter geschlossen, steigt hier nochmal hoch, berührt die von oben, dann fungiert die Trendlinie als Widerstand und danach
kommt dann der Fall und seitdem sind wir drunter. So, hier steige ich ein. Hier. Ne? Also bei diesem Punkt etwa hier, wenn die Kerze, die erste große Kerze darunter schließt, hier würde ich Short gehen. Einen großen Bärenmarkt danach gesehen, eher eine Seitwärtsphase, aber das ist eher dann, wo wir sie wirklich sagen können, hier handle ich gegen, hier gehe ich in die Gegenrichtung rein. Natürlich gibt es ja auch noch ganz andere Instrumente, wie zum Beispiel den Trendkanal, den man sich auch einzeichnen kann. Das ist vor allen Dingen interessant, eben bei solchen Trends, wie ich das eben gezeigt habe, ja, dass Sie sich hier mal vielleicht einen Trendkanal einzeichnen können und auch innerhalb dieses Kanals dann natürlich arbeiten können. Ne? Da gibt es auch dann zwei Berührungspunkte, so zum Beispiel, und dann kann man eben diesen Kanal mit der äußeren Linie noch verbinden. Da gibt es nicht so viele Berührungspunkte, da müssten wir uns dann hier schon beschränken auf diese. So, und da kann man natürlich auch schauen, wenn wir nach oben ausbrechen, kann natürlich in diesem Kanal auch handeln, um mal in dem Trend zu handeln. Ne? Das ist auch vielleicht ganz interessant, dass wenn man hier wieder aufsetzt, oben geht und so weiter. Diese Zeichneninstrumente, hier Trendlinie, Trendkanal, horizontale Linie und eben auch Fibonacci natürlich, kann man zur Trendbestimmung verwenden, wie auch Indikatoren, die wir anbieten, die finden sich dann eben zum Beispiel hier unter Indikatoren zufügen. Da haben wir ganz viele Standardindikatoren und auch noch weiter programmierte, insgesamt ungefähr an die 200 Stück. So, wenn ich jetzt mal hier einen Trade platziere, wir gehen hier mal in einen Minutenchart und da haben wir eine gute Bewegung jetzt bekommen. Ne? Seit 17 Uhr, die sieht schon gar nicht so schlecht aus, es sind immerhin fast 100 Punkte. Und als ich letztes Mal drauf geguckt habe, war es halb, ja, da waren wir hier, da waren wir noch unter der 15.1, jetzt sind wir schon über der 15.2, so schnell kann es gehen. So, das ist jetzt seit meiner Vorbereitung für das Webinar passiert. Sehr schön. Ja. Wenn ich mich jetzt hier mal long positionieren möchte, ich gebe jetzt einfach mal eine Order auf, kaufe einfach mal zwei zum Marktpreis und nutze auch mal mein Trade Guard und beschütze meine Position. Dann schauen wir mal, wie man hier das Stop-Management machen kann, das ja total leicht ist. Sehen Sie mal, ich habe hier einfach in der TradeGuard-Studie handle ich. Ja, und da kann mir keiner sagen, dass er hier nicht weiß, wie er einen Stop zu setzen hat, denn ich brauche einfach nur die TradeGuard, die Order-Abstände voreinzustellen. Ich brauche einfach zu sagen, so, wo ist mein Risiko? In Ticks. Ne? Risiko in Ticks. Click-Target ist das Gewinnziel in Ticks. Das sind dann in dem Fall immer ganze Punkte. Und dann setze ich das, also Ticks sind 250 und 25 Punkte, dann setze ich das eben hier zum Beispiel auf den Wert, sagen wir mal 25. Und wenn ich das aktiviere, bin ich nach oben wie nach unten 25 Punkte weg von meinem Einstiegspreis, der da war 12,7. Ne? Und der im Moment ist 214,8. Und da sehen Sie plus 25, das sind wir bei den 38,3, minus 25 bei den 188,3. Also das ist mein Abstand, da ist mein Stopp, da ist mein Target. Natürlich kann ich das immer noch hinterher hochschieben oder runterschieben. Kann ich anfassen und per Slider-Funktion verändern. Und genau dasselbe kann ich eben im Stopp machen. Ne? Aber wir sollten natürlich, wenn wir einen Stopp irgendwo platzieren und sagen, so, das ist mein Risiko, ich sag mal hier minus 50 Punkte, da oben sehen Sie links im Chart, steht Ihr absolutes Risiko. Wenn ich sage minus 50, soll es auch minus 50 bleiben, dann setze ich den auf minus 50, so, Punkt. Ich kann so lange runterziehen, bis ich auf minus 50 bin und da möchte ich ihn noch nicht mehr mitbewegen. Was ich danach machen kann, ist, ich kann meinen Stop nachziehen lassen, zum Beispiel als Trailing Stop. Wenn ich jetzt auf Trail klicke, dann fungiert er als Trailing Stop und zack, sehen Sie, ist er schon um 0,7 Punkte hochgegangen. Und wenn der DAX jetzt weiter steigt, wird auch der Trailing Stop weiter mitsteigen. Ich habe hier Möglichkeiten, Period High Low Stop, Parabolic Stop einzufügen. Ich kann den Stop auch manuell natürlich noch weiter hochziehen, aber ich sollte ihn niemals nach unten bewegen. Trading Stop heißt, dass wir erstmal mitlaufen mit einem bestimmten Abstand und wenn es dann in die Gegenrichtung läuft, wie jetzt, dann bleibt er auf dem letzten fixierten Niveau liegen. Ne? Wenn ich hier auf Configuration klicke, kann ich auch noch weitere Stops hinzufügen. Hier links K-Step Stop, Linear Stop, Break-Even Stop, auch Trading Stop, End of Period. Und dann habe ich eine ganze Latte, schauen Sie mal, von Stoppmöglichkeiten, die ich jetzt noch taktisch ändern kann. Taktisch ändern heißt, ich lasse mein Stopp-Management beim initial platzierten Stopp, vergrößere auch nicht mein Risiko, das macht man im Trading niemals, ja, sei nochmal erwähnt.
einer der großen Kardinalfehler. Aber man kann natürlich sagen, okay, ich versuche das einfach mal Break-Even-Stop zu machen zum Beispiel. Ja, setze den Stop auf Break-Even und jetzt kann ich schon mal nicht mehr verlieren. Ist ein bisschen kurzfristig gedacht, weil wenn wir jetzt wieder drehen, sind wir sofort raus. Ne? Also lasse ich das mal. Man kann auch einen Break-Even-Trailing-Stop machen, dass er erstmal trailt und bei Break-Even stehen bleibt zum Beispiel mit einem gewissen Sicherheitspuffer. Es gibt noch verschiedene andere Stops, lineare Stops und parabolische Stops, die Volatilität dann noch mit, je stärker es, stärker volatiler es wird, desto mehr, desto schneller steigen sie auch mit. Ja, so, da ist die Volatilität ein bisschen mit einberechnet. Mein Lieblingsstop ist der ganz einfache Trailing-Stop. Ja. Sie setzen einen Abstand vor. Zum Beispiel sagen Sie, so, wir haben jetzt 202, 303, ich setze den mal auf 20 Punkte Abstand, zum Beispiel so auf die 83 dann, sowas in etwa, und klicke dann auf Trail. So, bin ich jetzt genau 21,2 Punkte weg. Und wenn das Ding jetzt steigt, steigt auch das ganze, der ganze Stop mit, ne? Dann habe ich mein Risiko erstmal begrenzt auf diesen Wert, minus 59. Und wenn ich jetzt weiter steige, geht der Trailing-Stop logischerweise mit hoch, aber immer mit diesem Abstand von 21,2 Punkten. Und so kann ich theoretisch bis ins Unendliche gehen. Ne? Wenn das Ding schön weiter steigt, wenn das dann so weiter steigt, dieser Trend, dann gehe ich immer weiter mit hoch, bauen Sie sich einen Sicherheitspuffer ein, der eben, wie gesagt, Ihren maximalen Verlust, den Sie bereit sind einzugehen, beinhaltet und gehen Sie da nicht nochmal drunter und machen den Stop dann eben zum Trailing-Stop. Natürlich kann ich den auch wieder umfunktionieren. Wenn ich Trail anklicke, ist es wieder ein ganz normaler Stop. Klicke ich wieder auf Trail, ist es wieder der Stop. Klicke ich auf, weiß ich nicht, Period High Low, ist es der Period High Low Stop. Linear Stop, ist es der Linear Stop. K-Step Stop und so weiter und so fort. Und dieses Ändern dieser Stops im Übrigen kostet keinen Cent. Da nehmen andere Broker ja schon Geld für, 10 oder 30 Cent für eine Änderung vom Stop oder für eine Limit-Erweiterung oder Änderung. Das können Sie so oft Sie wollen machen hier in der Plattform. Da zahlen Sie keinen Cent für. Sei nur noch mal an dieser Stelle erwähnt. So, jetzt schaue ich mal gerade, ob ich Fragen habe. Ich bin noch gar nicht so auf die Fragen eingegangen. Auf welchen Zeitraum bezieht sich der Trend, fragt der Glenn. Das ist aber schon, oh Gott, schon ein bisschen her. Sorry, Glenn, ich habe Fragen ein bisschen aus Acht gelassen. Ich glaube, das bezieht sich auf die Kurve, die ich am Anfang gemalt habe. Ne? Kurz nach fünf war das. Ja, der Zeitraum war da eben beispielhaft mal, war ja nur eine Zeichnung. Das war, kann alles sein. Ne? Das kann ein kurzfristiger Trend sein im Daytrading-Bereich. Ich hatte das, glaube ich, eben gesagt als Jahresbewegung. Ne? Also eher für langfristiger Anleger. Wann wäre eine sinnvolle Stelle für einen Stopp? Zum Beispiel minus 8% Verlust. Das kann man auch schlecht sagen. Jeder hat ein anderes Money-Management. Sie sollten immer nur so viel riskieren pro Trade, wie sie bereit sind, ja eben zu verlieren. 8% ist definitiv zu viel, meiner Meinung nach. Anfängern rät man 0,5 bis 1%, Fortgeschrittenen 1,5 bis 2% und Profis nehmen auch mal 3 bis 5% im Risiko. Ne? Vor allem, wenn Sie ein großes Konto haben, können Sie es da leisten. Aber mit einem kleinen Konto und als Anfänger sage ich maximal 1,5%, maximal. Ne? Also wenn das nur ein paar Punkte sind, also wenn Sie wissen, ich handle hier in DAX, CFD, wenn ich einen Stopp auf 1,5% setze, dann sind da gerade mal 8 Punkte, dann lassen Sie die Finger davon. Dann nehmen Sie nicht den DAX, CFD, sondern den Mini. Dann haben Sie eben statt 8 Punkte 80 Punkte können Sie wegsetzen. Da können Sie viel besser taillieren. Ja, da können Sie viel runterskalieren das Ganze und runterbrechen sozusagen. Und wenn das Konto größer ist, können Sie es ja wieder hochskalieren. So, ja, damit sind wir mehr oder weniger eigentlich am Ende der Veranstaltung. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was lernen. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht zu sehr, ich will Sie ja nicht abhalten vom Trading. Ich will Sie eigentlich auf den rechten Weg bringen. Und ich wollte Sie eigentlich damit ein bisschen aufklären, was für Fehler Sie sicher nicht machen sollen und womit die meisten Leute eben Geld verdienen. Und Ziel des Webinars ist es eigentlich, die Leute hier bei uns ein bisschen zum Traden zu bringen, aber zum seriösen und verantwortungsbewussten Traden zu bringen, dass sie auch lang bei uns Kunde bleiben und eben nicht die Fehler machen, die meisten Leute machen, die ihre Konten eben recht schnell plätten. Und damit es Ihnen nicht so geht wie 72% der Anleger bei uns, sollten Sie diese Fehler sich einfach mal notieren, ja, diese 10 Kardinalfehler und die eben versuchen abzustellen, so gut es geht. Einfach mal, vielleicht mal einen Monat lang beim Trading wirklich jeden der Fehler abstellen und nicht machen, dass Sie wirklich auf die Erfolgsspur kommen und auch mit Trading Gewinne machen können. Das gilt vor allen Dingen für die,
die A, Anfänger sind, wenig Ahnung haben und B, für die, die vielleicht schon länger dabei sind, aber immer noch nicht profitabel sind und ihr Konto immer noch im Minus ist. Ja, versuchen Sie es mal, diese Fehler abzustellen. Und ich wette, die einen oder anderen haben sich bestimmt schon dabei erwischt und gesagt, ja genau, das ist ja das, was ich immer mache. Wenn das so ein großer Fehler ist, dann sollte ich ihn mal abstellen. Beherzigen Sie meine Tipps mal und ja, führen Sie sie einfach mal aus. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und bleiben Sie alle gesund. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei einem der nächsten Webinare von WHSF Invest. Macht es gut.